Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute wollte ich einen kleinen Multitool-Talk machen. Es geht insbesondere bei dem Talk um das Leatherman Wave. Das habe ich gestern kräftig in Benutzung gehabt. Ich habe nämlich einen Hängeschrank zusammengebaut und auch aufgehangen. Und da war eine Zange vonnöten und den Kreuz, Moment, den Kreuzschraubendreher, den man hier rausnehmen kann und als ja, Schlitz auch benutzen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat hingehauen, also es hat gut funktioniert. Natürlich gibt es auch eine Kehrseite der Medaille, was Leatherman irgendwie nicht so, ja, es ist bei Victorinox ein bisschen besser. Also hier ist immer alles schön runder bei Victorinox, beim Multitool. Ne? Und hier halt manchmal, ich will jetzt nicht sagen, es ist scharfkantig, aber wenn man doch sehr viel Druck ausübt auf das Teil, dann schneidet das schon ein bisschen in der Hand rein. Deshalb Lederhandschuhe. Weil gestern musste ich zum Beispiel, ich habe gebohrt und dann diesen, ich sag mal, Haken, der in der Wand ist, wo der Schrank dran aufgehangen wird. Das geht eigentlich nur mit einer Zange und ja, Muskelschmalz. Und wer das schon ein paar Mal gemacht hat, weiß, dass das unheimlich anstrengend ist. Und also mit der bloßen Hand geht das schon mal gar nicht. Und da hat die Zange einen super Job gemacht. Schön festgehalten, wie gesagt, mit Handschuhe dann und dann ja, so lange drehen, bis es fertig ist. Ich habe nebenbei auch mal kurz das genommen, hat natürlich auch einen super Dienst geleistet, ist ja klar. Ne? Und das Leatherman Wave gefällt mir eigentlich in allen Punkten gut. Was ein bisschen nicht funktioniert, ist der Dosenöffner bzw. Flaschenöffner. Also die Dose geht damit meiner Meinung nach super auf. Was allerdings schlecht geht, sind hier mit Flaschen aufzukriegen. Ich weiß nicht, ob das fürs amerikanische Maß gemacht ist. Also hier normaler Kronkorken, ich sag mal so deutscher Standard. Das ist ganz schwer. Also das ist wirklich Gefriemel. Dann lieber hier mit irgendeiner Kante und dann durch die Hebelwirkung einfach aufploppen. Ne? Aber im Großen und Ganzen hat es wirklich überzeugt. Na, dann hier der Karton, den habe ich vorhin noch ich sag mal halbiert mit dem Wellenschliff, das ging da ohne Probleme durch und ja, für so ein Regal ist das nicht schlecht, also ne, es ist auf jeden Fall benutzbar, das ist jetzt nicht nur zum Bespielen, sondern ja, es worked, wenn man es mal so nennt. Na, klar, hat hier natürlich schon ein paar, ich sag mal, Blessuren, aber wie lange ist da die Garantie drauf? 25 Jahre. Also, wenn da mal was abbricht oder so, dann schicke ich es ein und wird repariert oder ich kriege eventuell ein neues, ich weiß es nicht. Ne? Aber jedenfalls, mir gefällt's. Ne, ich sag mal so, fürs EDC ist es doch schon ja, vom Gewicht her echt ein bisschen schwer. Aber so für einen Haushalt, top. Okay. Das war der kurze Multitool-Talk und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sagt mir einfach, ja, wie findet ihr Leatherman? Schreibt es mir in die Kommentare. Gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.